Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt ebenfalls schön sportlich fair in den Kommentaren. Weil englische Woche ist und das ja relativ schnell jetzt entstehen musste, ist das heute ein bisschen kürzer. Es gibt mal keine Konferenz. Ist dann halt so, ansonsten schöne weitere Adventstage oder was auch immer ihr feiert. Los geht's jetzt mit Bremen gegen Mainz. Danke fürs Reinschalten und viel Spaß. Die Lage beim SV Werder Bremen spitzt sich immer weiter zu. Nach dem 6:1 ist man wieder allerspätestens auf dem Boden der Tatsachen angelangt. Beim ersten FSV Mainz 05 war nach anfänglicher Euphorie durch Achim Bayerlorzer in den letzten beiden Spielen auch nichts mehr zu sehen. Die erste Chance gehörte dem SVW. Nuri Sahin aus knapp 16 Metern testet Robin Zentner. Der ist auf der Hut, muss da sein, fischt den aber doch ganz gut raus. Der erste Abschnitt gehörte ausschließlich den Norddeutschen. Sahin mit der Seitenverlagerung, Lang, der gegen Bayern gar nicht gut drauf war, aus Personalnot aber wieder dabei war, bringt den Ball hier in die Mitte. Sahin zu Klaassen, wieder Robin Zentner. Der im kurzen Eck da ist. Und dann kurz vor dem Seitenwechsel doch mal die Gäste. Aaron Mate mit der Hacke zu Pierre Kunde. Der legt raus zu Adam Scholloy. Der gehört eigentlich in die Mitte. Bringt hier aber eine gute Flanke. Pavlenka zunächst dazwischen. Kunde löffelt ihn nochmal rein. Und da ist Baku. Zwingt Pavlenka zur ersten richtig guten Aktion. So ging es dann in die Pause. Bremen verbesserte sich auf jeden Fall im Gegensatz zum Spiel gegen den FCB, aber Luft nach unten war insbesondere nach dem zweiten Durchgang eigentlich auch kaum mehr vorhanden. Der zweite Durchgang brauchte dann eine Weile, um anzulaufen. Der erste FSV machte es jetzt in der Defensive gut und setzte immer wieder kleinere Akzente. Pierre Kunde und Quaison. Maxim immer wieder dabei. Maxim, jetzt setzt er sich mal alleine durch gegen zwei Spieler und schlägt zu. 74. Minute. Alexandru Maxim erst gegen Groß, dann gegen Vejkovic. Der Glücklichere an Pavlenka. Vorbei. Bremen von den Fans getrieben. Es kamen keine Pfiffe, sondern aufbauende Gesänge. Augustinsson. Rashica zu Nuri Sahin, 80. Minute, das 1:1. Immerhin das. Die Niederlage gegen den direkten Konkurrenten wäre der Super-GAU. Jetzt ging vielleicht sogar noch mehr. 90. Minute, würde Bremen den Lucky Punch hier erreichen können. Osako mit der Hacke, jetzt will er schön machen. Osako zu Klaassen. Nochmal eine Chance, doch sie führte nicht ins Glück. Danach war Schluss. Das Ergebnis geht unter dem Strich in Ordnung. Bremen vielleicht etwas besser, aber Mainz kämpfte leidenschaftlich. Erzielte eben genauso viele Treffer wie der SV Werder Bremen und nimmt so nicht unverdient einen Punkt aus dem Weserstadion mit nach Hause. Der FC Augsburg kommt mit breiter Brust. Nach dem 4:2 in Sinsheim ist man wieder vollends in der Spur. Gegen Düsseldorf sollte es wieder ähnlich erfolgreich laufen. Die erste Chance aber für Düsseldorf. Und zwar relativ früh. Ampoma geht da recht alleine auf Kubek zu. Hat dann aber doch ausreichend Gegnerdruck, um den nicht mehr perfekt aufs Gehäuse zu bringen. Kubek, der letzte Woche eine richtig starke Leistung zeigte, ist hier wieder zur Stelle. Halbe Stunde gespielt, Düsseldorf klar dominant. Gieselmann legt in die Mitte und da ist Alfredo Morales nach Gelbsperre zurückgekehrt. 1:0 für die Gäste, hochverdient. Rückte für Boczek in die Startelf, weil jetzt Boczek die fünfte gelbe Karte zuletzt gesehen hatte. Von den Fuggerstädtern nichts zu sehen. Und dann defensive Anfälligkeiten. Ampoma wieder alleine auf dem Weg. Und diesmal macht das besser. Kubek überwunden. Der war bei beiden Treffern machtlos. Ein herber Rückschlag für
für die Gastgeber. 0:2 nach 45 Minuten, aber die Elf von Friedhelm Funkel machte es auch wirklich überragend und setzte genau da wieder im zweiten Durchgang an. Sie blieben vorne dran. Tommy legt nochmal raus zu Sobotka, der mit der präzisen Flanke, aber nicht präzise genug. Kownacki mit dem Kopfball zu zentral, direkt in die Arme von Kubek. Etwas über eine Stunde gespielt. Wann kam das große Aufbäumen der Augsburger? Man wartete noch drauf. Tommy kommt nicht durch. Kownacki fällt der Ball dann auf den linken Schlappen. Vielleicht etwas überhastet vom Polen. Doch er lieferte wieder eine gute Leistung ab. Gegen Leipzig zuletzt traf er auch nur den Pfosten. Dem fehlt momentan etwas das Spielglück. Schlussphase. Der späte Anschlusstreffer, aber nicht zu spät. Wenn er jetzt fallen würde. Iago, die Flanke von Hoffmann abgewehrt. Lichtsteiner bleibt drin in der Szene. Jensen und dann Khedira. 88. Minute. Zach Steffen, kaum geprüft. Aber wenn, dann war er zur Stelle. Ist hier rechtzeitig unten. Der war nicht leicht zu halten. Und doch kratzt er ihn noch raus. Augsburg verliert nach 90 Minuten verdientermaßen mit 0:2. Das war kein guter Auftritt der Elf von Schmidt. Düsseldorf hingegen verdient sich diese Punkte redlich. Union Berlin kann sehr zufrieden sein mit der bislang abgelaufenen Saison. Hoffenheim hingegen hat sicherlich einige Punkte verschenkt, die man hätte erreichen können. Zuletzt gegen Augsburg 2:4. Das war nicht den Ansprüchen gerecht. Hier brauchten sie lange an der alten Försterei, nach einer halben Stunde dann aber diese Riesenchance von Giekiewicz überragend gehalten, an die Latte gelenkt und dann ging der Ball vorbei. Doch die Eisernen zeigten schon häufiger, dass hier an der alten Försterei viele stolpern können und wahrscheinlich auch noch viele stolpern werden. Kurz vor dem Seitenwechsel mal ein konstruktiver Angriff. Ingwarzen gegen Oliver Baumann, aber nur der zweite Sieger, weil der Sinsheimer Schlussmann aufmerksam ist und den gut rauskratzt. 0:0 nach 45 Minuten, folgerichtig, das richtige Feuerwerk kam von beiden Teams noch nicht. Die Gäste wollten es jetzt aber besser machen, eben durchaus unter Zugzwang. Grilic zu Jürgen Lokardia, der liegt in die Mitte und da ist Sebastian Rudi. Recht offensiv heute aufgestellt, 51. Minute. Das nicht unverdiente 1:0 für Hoffenheim. Aber Union ohne Probleme. Lenz schickt Uja auf die Reise. Das ist kein Abseits. Drüben wird es aufgehoben von Robatzko. Und in der 61. Minute stand es dann schon wieder Remy. Im 1 gegen 1 gegen Baumann bleibt er cool und haut den vorbei. Aber auch im zweiten Durchgang zwar immerhin zwei Tore, aber viele Möglichkeiten gab es nicht. Hoffenheim nochmal etwas bemüht, nach vorne etwas auszurichten. Union könnte mit diesem Punkt sicherlich besser leben. Adamian zu Sebastian Rudi, Lokardia mit dem vermeintlichen 2:1. Aber die Fahne ging schnell hoch. Und das wohl auch zu Recht. So müssen sich beide Teams mit diesem Punkt begnügen und wie gesagt, wahrscheinlich können das die Gastgeber etwas besser. Für sie ist das sicherlich ein Punkt Gewinn. Der BVB gegen RB Leipzig, das ist ein absolutes Top-Duell im Westfalenstadion. Zu Gast die Roten Bullen, bei denen es besser nicht laufen könnte. Man grüßt von der Tabellenspitze, nachdem Gladbach in Wolfsburg verloren hatte. Die Schwarz-Gelben hier besser aufgelegt in der Anfangsphase. Hazard zu Sancho. Überragende Parade von Peter Gulaschi. Man merkte, dass bei Dortmund das Selbstvertrauen zurückkam. Nach dem spielerisch auch überzeugenden 4:0 in Mainz war man wieder vollkommen oben auf. Dämme spielt den Ball raus zu Klostermann. Die Leipziger brauchten nicht lange hier dann auch das erste Ausrufezeichen zu setzen. Leimer gut durchgesteckt und Patrick Schick gegen Roman Bürki. Schick, der
seit er jetzt konstant dabei sein kann, richtig gut drauf ist. Scheitert hier aber am Schweizer und seiner guten Reaktion. Knappe halbe Stunde von der Uhr wieder der BVB. Es war eine abwechslungsreiche Partie. Weigel raus zu Hakimi. Eine schöne Täuschung gegen Halstenberg. Noch kommt er nicht vorbei. Aber dann diese Flanke. Die ist gut getreten. Klostermann kann es nicht klären. Und Jadon Sancho fällt der Ball auf die Brust und dann auf den Fuß. 32. Minute. Super gemacht von Sancho. Das kann man sich durchaus öfters anschauen. Sehr gut gemacht. Natürlich schlecht geklärt von Klostermann. Somit werden die Roten Bullen mit dem 1:0 bestraft, das nach 45 Minuten aber durchaus leistungsgerecht in Ordnung geht. Dortmund wollte keine Fragezeichen mehr aufkommen lassen und spielt im zweiten Durchgang früh auf das zweite Tor. Über die rechte Seite mit Thorgan Hazard. Der Belgier treibt den Ball an, legt ihn sich dann nochmal zurück, hat dann die gute Übersicht und Nico Schulz in die Mitte eingerückt. Schießt mit seinem schwächeren rechten Fuß etwas zu zentral auf den Kasten von Gulaschi, der abermals richtig gut reagiert. Von Leipzig nach vorne sehr wenig zu sehen, das war recht dürftig, doch der BVB machte es in der Defensive auch richtig gut. Eine der wenigen Angriffssituationen, Diego Demme, aber zu wenig, viel zu wenig und mehr kam vom Tabellenführer auch nicht mehr. Der BVB bezwang die Elf von Julian Nagelsmann. Über 90 Minuten hinweg gesehen war es ein reifer Auftritt der Favre-Elf. Und vollkommen verdient stürzt man den Tabellenführer, pirscht sich immer weiter ran und ist langsam auf Kurs, den Meisterschaftskampf zu 100% anzunehmen. Der Auftritt von Bayer 04 Leverkusen im Derby beim 1. FC Köln war fragwürdig. Zwei Platzverweise, eine Tätlichkeit, eine unnötige Grätsche und zwei Gegentreffer, die man auch hätte vermeiden können. Aber sie nahmen diesen Kampf nicht an, mussten jetzt gegen die Hertha Wiedergutmachung betreiben, zeigten dann aber auch ein ganz anderes Gesicht als noch zuletzt im Rhein-Energiestadion. Die erste Chance gehörte Kevin Volland, der aber im Abseits stand und den Treffer sowieso nicht erzielte. Kurz vor dem Seitenwechsel wieder Leverkusen. Diaby legt zurück, Baumgartlinger nochmal zu Charles Arangis und Rune Jahrstein muss eingreifen. Von der Hertha bis dato nichts zu sehen. Weil Leverkusen am frühen Mittwochabend auch eine gute Leistung zeigte. Kurz vor dem Seitenwechsel nochmal eine Chance. Arangis raus zu Karim Bellerabi, der zurück zu Havertz. Boyata im letzten Moment aber dazwischen. Hält den Fuß rein, kommt mit dem Schienbein ran und entschärft so diesen Abschluss. Ein Ergebnis nach 45 Minuten, das der Hertha sehr gut tat, denn nach vorne hatten sie nichts produziert und da ist das 0:0 dann das Maximum der Gefühle. Der zweite Durchgang zeigte kein anderes Bild. Diaby wieder auf der Außenbahn. Baumgartlinger eilt zur Unterstützung. Amiri zu Kevin Volland. Diesmal nicht im Abseits und diesmal auch präziser. 57. Minute, das 1:0 für Leverkusen. Überfällig, wäre noch untertrieben. Nun endlich mal die Hertha. Selke gegen De Rojun ist aber Radetzky der glücklichere. Kommt da gut raus, der Finne verkürzt den Winkel. Am Ende wird es sogar ein Abstoß. In der Schlussphase aber wieder Leverkusen. Deutlich besser. Die Hertha flackerte kurz auf. Mehr war es aber nicht. Volland zu Arangis. Alles klar in der 88. Minute. Der Mittelfeldmann macht hier den Deckel drauf.
und erzielt das spielentscheidende 2:0, das über 90 Minuten hinweg gesehen ohne Frage in Ordnung geht. Die Breisgauer mussten sich bei den Berlinern mit 1:0 geschlagen geben. Gegen die Hertha konnte man sich nicht belohnen. Die Bayern nach dem 6:1 gegen den SV Werder Bremen wieder wohl auf. Gnabry bringt hier mal Goretzka in die Partie und Pavard ist mitgelaufen, drischt den Ball rauf. 12 Minuten von der Uhr, die Bayern wollten da anknüpfen, wo sie zuletzt aufgehört hatten, eben bei diesem Spiel am letzten Samstag, wo sie das halbe Dutzend voll machen konnten. Dem SC Freiburg mangelte es hier etwas an Mut. Lewandowski, Thiago zu Goretzka, Marc Flecken mit einer super Parade ist da im kurzen Eck, wurde heute ordentlich geprüft, machte seinen Job herausragend. Der FC Bayern aber machte weiter, diesmal auch in der Defensive, sehr konzentriert. Serge Gnabry zu Robert Lewandowski. Dann doch noch der Treffer vom Seitenwechsel. Der Pole schlägt zu. Flecken das erste Mal überwunden. Das verdiente 1:0 für die Gäste, weil von Christian Streich und seinen Mannen relativ wenig nach vorne ging. Das sollte sich im zweiten Durchgang allerdings ändern. Keine Stunde gespielt. Jonathan Schmid hat gegen Wolfsburg bewiesen, wie gut er das kann. Jonathan Schmid, perfekte Position und der drischt ihn an die Latte, weil Neuer noch dran ist. Super Aktion von allen Beteiligten. Wieder so ein herausragender Freistoß. Doch Neuer ist auf der Hut und fischt den gerade noch so raus mit allem, was er hat. Nach diesem kurzen Schockmoment Bayern wieder nach vorne. Coutinho zu Alphonso Davies, 0:2. Der erste Schuss aufs Tor im zweiten Abschnitt führt direkt zum nächsten Treffer. Das war für den SC Freiburg jetzt durchaus etwas unglücklich. Nun konnten sie es locker runterspielen. 2-Tore-Führung, sehr komfortabel. Thiago nochmal zu Goretzka, 3:0, 75. Minute, alles war klar, alles war entschieden. Mit etwas mehr Spielglück hätte der SC Freiburg hier auch was rausholen können. Richtig verdient wäre es am Ende des Tages jedoch nicht gewesen. So ziehen die Bayern mit 3:0 aus dem Schwarzwaldstadion wieder siegreich nach Hause. Der VfL Wolfsburg stürzte den Tabellenführer aus Mönchengladbach. Heute der FC Schalke 04 Mittwochabend zu Gast. Und die Wölfe legten richtig gut los. Wout Weghorst gegen Caligiuri verliert er den Ball, doch Xaver Schlager bleibt aufmerksam. Gia Vogie, Renato Steffen zu Wout Weghorst. 10. Minute, richtig gut gespielt. Den Ballverlust der Königsblauen eiskalt ausgenutzt. Schubert im Kasten der Schalker hier machtlos. Schalke brauchte etwas, um sich davon zu erholen, wurde dann aber richtig gefährlich. Suat Serda Aminari zu Benito Rahman. Sehr gutes Zusammenspiel. Rahman plötzlich alleine vor Castells. Im 1 gegen 1. Muss er es eigentlich machen. Erzielte gegen Frankfurt am Sonntag noch das entscheidende 1:0. Doch Schalke pumpte nochmal mehr rein nach vorne. Kenny zu Harit und jetzt war der Treffer da. 40. Minute das 1:1, das zu diesem Zeitpunkt auch verdient war. Mit einem Gleichstand ging es in die Katakomben. Das ging, wie gesagt, mittlerweile wirklich in Ordnung. Die Schalker machten genau da weiter. Wolfsburg etwas aufgeschmissen. Matondo, Amin Harit, super Ball, genialer Pass. Und Schipka nochmal in die Mitte zu Jonjo Kenny. Das ist Weltklasse gespielt. Kenny, der Nutznießer,
entwischt Xaver Schlager und trifft zur Führung für Schalke. Nun Roussillon mit der Klärungsaktion. Schalke wie beflügelt von diesem Treffer. Da läuft es ja aktuell sowieso perfekt. Serdar und Dana Minarit. Artistisch scheitert er am Belgier Koen Casteels. Stand jedoch auch einen guten Meter im Abseits. Konnte Wolfsburg nochmal zurückschlagen. Gegen Gladbach waren sie ganz spät zur Stelle. Joao Victor, Maxi Arnold, er hatte den Treffer erzielt. Heute erfolglos. Viertelstunde vor dem Ende, der rutscht ihm über den Schlappen. Schubert kann nur hinterher schauen, muss er aber auch nur, denn der verfehlte das Gehäuse recht deutlich. So geht es mit 1:2 zu Ende. Der VfL Wolfsburg hatte die bessere Anfangsphase, doch dann drehte Schalke auf. Borussia Mönchengladbach musste einen Rückschlag hinnehmen in der Liga gegen den VfL Wolfsburg. Verloren sie mit 1:2 gegen Paderborn. Wollten sie dann wieder ein anderes, ein besseres Gesicht zeigen und das machten sie auch richtig beeindruckend. Stindl raus zu Thuram, Embolo in der Mitte völlig frei und nach 10 Minuten stand es hier 1:0 für Borussia Mönchengladbach. Der SC Paderborn ganz einfach geschlagen. Zumindest sieht es einfach aus, weil es überragend gespielt ist. Toni Janschke heute in der Startelf für den angeschlagenen Leimer. Hermann mit der Flanke. Das kann man da nicht lernen. Das muss man können. 15. Minute. Brelem Bolo mit dem Doppelpack. Scheitert erst an Zingerle. Aber das ist sensationell. Paderborn versuchte es nach vorne, kam aber überhaupt nicht rein. So nochmal die Fohlenelf. Strobel und Stindl, perfekt, super Spiel. Stindl mit etwas Glück durch und dann zuschauen und staunen und bewundern und sich freuen. Insbesondere als Gladbach-Fan, doch auch als neutraler Zuschauer, kann man hier durchaus mit der Zunge schnalzen. Was für ein Tor zum 3:0. Es war alles entschieden, weil vom SC Paderborn gar nichts kam. Oder doch noch, gegen Leipzig zumindest, schafften sie es, eine 3:0-Führung der Bullen fast noch umzukehren. Doch hier war es anders. Gladbach ließ kein Millimeter Leine. Setzte sich wieder vorne fest. Strobel, Embolo, 4:0. Spätestens jetzt war diese Partie entschieden. Dreierpack des Schweizers. Wirklich wunderschöne Tore. Paderborn wollte jetzt Schadensbegrenzung betreiben. So gut das eben noch gegen Embolo, aber nochmal viel zu leicht. Zum 5:0 hat etwas Glück mit dem Pfosten. Doch das hat er sich auch verdient. 74. Minute, das 5:0. Viererpack von Embolo. Der ist einfach richtig gut drauf. So ging es 5:0 zu Ende. Noch gnadenvoll für den SC Paderborn, der hier so überhaupt nicht auf dem Platz stand. Bei Frankfurt läuft es aktuell nicht so ganz rund, hingegen bei Köln mit Markus Gisdol zumindest der erste Sieg im Derby gegen Leverkusen. Daran wollten sie anknüpfen, machten das. Schaut mit der Flanke in Dicker, klärt ihn raus. Doch Schmitz macht es nochmal scharf und Córdoba schlägt zu. Stark von Schmitz vertrat Isibue, der gelb gesperrt fehlte. Perfekter Beginn für Köln. Und ärgerlich für Frankfurt, die hier lange Zeit brauchten, um Fuß zu fassen. Kamada zu Djibril Sow, endlich mal eine gute und konstruktive Angriffssituation. 43. Minute, Timo Horn ist aber zur Stelle, fischt den richtig gut raus. Super Parade des Kölner Schlussmanns. Kurz vor dem Seitenwechsel nochmal die Eintracht. Wollte wenigstens noch ausgleichen, bevor es in die Pause ging. Rode wieder so. Zu Paciencia, Kamada, Paciencia, super Übersicht. Aber was macht der Nieder Costa da?
Was für eine Szene. Richtig gut rausgespielt und dann Lob an Horn, aber auch ärgerlich von Da Costa. Den muss man natürlich reinmachen, auch als rechter Verteidiger. Frankfurt nun besser. Kostic bekommt den Ball. Hier richtig gut rausgelegt. Philipp Kostic. Rode. Noch glücklos die Frankfurter. 53. Minute. Die Schusstechnik ist nicht schlecht. Doch Timo Horn wäre wohl auch im Eck gewesen. Gute Seitenverlagerung. Brachten Köln hier immer wieder ins Schwitzen. Danny Da Costa hat den Ball, verschafft sich Platz mit einer gelungenen Aktion. Dann dieser Superpass zu Kamada. Die Flanke ist sehr gut. Paciencia muss nicht mal hochsteigen. Borno findet nicht in diesen Zweikampf, verschätzt sich. Ihm fehlt ein bisschen die Orientierung. Frankfurt wollte mehr. Hätte sich den Sieg nach den zweiten 45 Minuten auch durchaus verdient. Sie hatten noch mal die Chance. Philipp Kostic, 19 Meter Distanz. Der tritt an und trifft nur das Aluminium. Das wäre der perfekte Punch gewesen. Er sollte aber nicht mehr gelingen. Köln kommt hier etwas glücklich mit dem 1:1 raus, spielte aber eine richtig gute erste Halbzeit. Und so ist dieses Ergebnis zum Abschluss des 16. Spieltages zumindest nicht komplett unverdient. Jo, das war's dann auch wieder mit dieser Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und adios.